Der tägliche Blick hinter die Kulissen der Bayreuther Festspiele wird Ihnen präsentiert von Meisels Weiße. Mach's auf deine Weise. Ich bin in 5 Opern dabei. Das ist der Tannhäuser, Lohengrin, Götterdämmerung, Walküre und Rheingold. Fangen wir beim Tannhäuser an. Das spielt in einer posthumanen Gesellschaft, Zukunftsgesellschaft, wo ich eben ein Bewohner davon bin. Beim Lohengrin, das ist ein Laborversuch über die Liebe, wo ich einen Laboranten spiele, in diesem türkisblau gekleidet. In der Götterdämmerung, das ist der kurze Auftritt, da bin ich schwarz gekleidet, weil wir den toten Siegfried nur kurz auf die Bühne bringen. Der ist in eine Plastikfolie gehüllt, die klappen wir auf, sind kurz andächtig und gehen von der Bühne. Beim Castorfring, diese zwei Kostüme, bin ich hier in der Walküre, das spielt in Aserbaidschan Baku, bin ich ein Ölarbeiter, und im Rheingold, das spielt an der Route 66, das ist ein eigenwilliges Kostüm mit Cowboystiefel, Cowboyhut, Badehose und Tanktop. Hier sind wir auf der Probebühne 3 im Rheingold-Bühnenbild, was diese Route 66 Motel-Tankstelle ist. Ich bin jetzt im 8. Jahr, habe mit 17 angefangen. Es ist eine große Ehre, mir macht es Spaß. Ja, die Vielfältigkeit ist gerade das Besondere. Wie jetzt ich schon gezeigt habe, dass ich da 5 Kostüme habe und in 5 Opern mitspiele. Dass man viele Verschiedenes lernt, viele mit dem Theater auch viel mitbekommt. Man wird etwas ehrfürchtig, man hat bestimmt auch vorher Bammel, muss sich kurz fokussieren. Aber dann, wenn man erstmal eine gewisse Zeit auf der Bühne ist, in seiner Rolle steckt, dann wiederum nimmt man es erst beim Applaus wieder wahr. Wenn da Jubelschreie auf einen zukommen, das ist schon ein sehr schönes Gefühl, ja.